Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen, heute an diesem für unseren Verein völlig unüblichen Witterungstag, nämlich bei fast 35, was haben wir, 32 Grad heute Temperatur. Aber umso mehr freut es mich, dass Sie heute gekommen sind und auch Herr Müller wieder für diejenigen, die sich digital zugeschaltet haben. Wir haben eine Zuschaltung heute, vielleicht werden es auch noch mehr. Aber wir wollten einfach unsere Vorträge, die ja zweimal schon verschoben werden mussten wegen Corona, nicht nochmals verschieben und haben einfach versucht, das jetzt in der Sommerzeit unterzubringen. Und deshalb ein herzliches Willkommen an Sie alle und insbesondere an den Referenten des heutigen Abends, den Herrn Hans-Peter Winkler. Der Herr Winkler ist wohnhaft in Mundelsheim, hauptberuflich beschäftigt bei der Netze BW in Korntal-Münchingen und nebenamtlich technischer Geschäftsführer der Energieversorgung Strohgäu, wo die Städte Gerlingen und Korntal-Münchingen zusammengeschlossen sind, und als Hobby-Historiker oder Hobby-Heimatkundler interessiert am Themenbereich Strom- und Wasserversorgung in dem Gebiet des heutigen Landkreises Ludwigsburg und speziell in seiner Heimatgemeinde Mundelsheim. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Mundelsheim ist der Ort im Landkreis Ludwigsburg, der als erster schon Elektrizität hatte, und zwar im vorletzten Jahrhundert. Im Jahr 1896 zusammen mit Bietigheim, nicht Bissingen, nur Bietigheim, damals noch selbstständig, hat die Gemeinde Mundelsheim bereits Elektrizität. Außer Vaihingen haben alle anderen Orte, die heute auf dem Gebiet des Kreises Ludwigsburg sind, erst im 20. Jahrhundert mit Elektrizität begonnen. Und das war damals eine außerordentlich große Entlastung für die Bevölkerung. Kerzenlicht, Öl, Lampen waren nicht mehr in dem Umfang notwendig. Die Bauern konnten mit Elektrizität dreschen. Also Mundelsheim war da schon deutlicher Vorreiter. Der Herr Winkler wird sich heute auf den Strom konzentrieren, nicht Wasserversorgung. Das ist sein zweites wichtiges Thema. Und damit will ich es mit der Einleitung gleich bewenden lassen und gebe Ihnen das Wort, Herr Winkler. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Herrmann. Guten Abend auch von meiner Seite und freue mich über Ihr Interesse am Vortrag über 125 Jahre Stromversorgung in Mundelsheim. Ich möchte zum Einstieg mal einen Blick in die Landkarte werfen. Das ist der Landkreis Ludwigsburg, den kennen Sie, und zwar den Landkreis Ludwigsburg in den heutigen Grenzen seit 1973. Und wenn ich im Laufe des Vortrags zum Kreis Ludwigsburg spreche, dann meine ich eigentlich den Kreis in den heutigen Grenzen, wohl wissend, dass das vor 100 Jahren oder zu Beginn der Stromversorgung noch die Oberämter waren, im Wesentlichen ja Ludwigsburg und Vaihingen im südlichen Bereich und im nördlichen Bereich Marbach und Besigheim und noch weitere Oberämter. Leonberg ist noch mit dabei, Brackenheim ist mit dabei, Waiblingen ist mit dabei. Aber wie gesagt, Vortrag bezieht sich auf die heutigen Kreisgrenzen. Landkreis Ludwigsburg hat heute 39 Städte und Gemeinden und etwa 80 Ortsteile. Und die 80 Ortsteile waren vor über 100 Jahren noch fast alles selbstständige Gemeinden mit eigenem Schultheiß, mit eigenem Gemeinderat. Und für fast alle der 80 Ortsteile konnte ich recherchieren, wann die Stromversorgung begonnen hat. Hier nochmal ein Blick auf die Karte. Sie sehen den roten Punkt, da sind wir heute in Ludwigsburg. Und 15 Kilometer nördlich davon ist die Gemeinde Mundelsheim. So. Werfen wir einen Blick nach Mundelsheim. Mundelsheim ist bekannt für die schöne Neckarschlaufe. Mundelsheim ist bekannt für den Weinbau. Man sieht im Vordergrund den Käsberg. Und Mundelsheim ist auch bekannt aus der Verkehrsmeldung. Es gibt eine Autobahnausfahrt Mundelsheim. Und da beginnt oft morgens der Stau in Richtung Stuttgart. Mundelsheim hat heute 3.400 Einwohner.
Und Mündelsheim hat eine sehr bewegte Geschichte, auch was die Stromversorgung anbelangt. Viele Gemeinden haben sich ja vor über 100 Jahren für einen Stromversorger entschieden und dem sind sie bis heute treu geblieben. Der Stromversorger hat oft schon zweimal, dreimal seinen Namen gewechselt, aber im Wesentlichen ist es das gleiche Unternehmen. In Mündelsheim war das etwas anders. Ein Blick in die Anfänge der Elektrifizierung. Der erste Meilenstein war die Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips durch Werner von Siemens, damals noch ohne Phon, durch Werner Siemens. Die Dynamo-Maschine hat es ermöglicht, auf einfache Weise mechanische Energie, also Bewegung, umzuwandeln in elektrische Energie. Dadurch musste die Energie nicht am Entstehungsort genutzt werden, also nicht an den Bächen oder Flüssen, bei Wasserkraft zum Beispiel, sondern die Energie konnte in Form von elektrischem Strom einfach transportiert werden. Nächster Meilenstein war die Erfindung der Glühlampe durch Edison. Edison war nicht der Erste, der die Glühlampe erfunden hat, aber er hat sie perfektioniert und er hat sie zum Patent angemeldet im Jahr 1880 in den USA und er hat sie 1881 auf der Weltausstellung in Paris der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Im gleichen Jahr, ebenfalls 1881, wurde die erste öffentliche Stromversorgung errichtet. Und zwar in England, in Godalming, etwa 60 Kilometer südlich von London, durch die Firma Siemens. Da wurde ein Wasserkraftwerk in Betrieb genommen, es wurde die Straßenbeleuchtung angeschlossen und es wurde eine Lederfabrik mit Strom versorgt. Und ein Jahr später hat Edison seine ersten beiden Kraftwerke gebaut, Kohlekraftwerke, also mit Dampf betrieben, eins in New York und das andere in London. Und 1884 ging es dann los in Deutschland, da wurden die städtischen E-Werke in Berlin gegründet und ein Jahr später, 1885, ging das Kraftwerk in Berlin-Mitte in Betrieb, etwa da, wo sich heute das Auswärtige Amt befindet. Und es gab damals den ersten Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Berlin und den städtischen E-Werken. Die E-Werke durften Stromversorgung aufbauen und Kunden mit Strom versorgen im Umkreis von 800 Meter um das Kraftwerk. Die 800 Meter war eine technische Grenze. Damals gab es noch die Gleichstromnetze, die Gleichstromversorgung. Gleichstrom kann man ja nicht umspannen, deswegen kann man Gleichstrom nur über kurze Entfernungen transportieren. Und das sind 800 Meter möglich, vielleicht auch 1000 Meter, aber wenn es länger wird, kommt am Ende nichts mehr an. Da haben sich natürlich die Ingenieure und Techniker Gedanken gemacht, wie kann man Strom über weitere Strecken transportieren. Und ein weiterer Meilenstein war 1891 die erste Fernübertragung mit hochgespanntem Drehstrom von Laufen am Neckar, damals noch Oberamt-Besigheim, nach Frankfurt am Main. Es stand ein Wasserkraftwerk im Zementwerk in Laufen, das ist das Bild oben links, das Sie hier sehen, Wasserkraftwerk in Laufen. Da wurde eine Drehstromleitung gebaut von Laufen nach Frankfurt. In Frankfurt war 1891 die elektrotechnische Ausstellung. Und da wurde der Strom hintransportiert in Frankfurt, man sieht es hier, wurde eine Pumpe angetrieben für den künstlichen Wasserfall und über 1000 Lampen wurden zum Leuchten gebracht. Und die Menschen sind Schlange gestanden, nur um den Lichtschalter mal ein- und ausschalten zu können. Man sieht hier die Trasse von der Drehstromleitung von Laufen am Neckar nach Frankfurt am Main, 175 Kilometer, durch vier Länder, Württemberg, Baden, Hessen und Preußen, Bauzeit 4 Monate. Wenn Sie heute eine Freileitung bauen wollen mit 175 Kilometer Längen, Sie kriegen es vielleicht mit, dann machen Sie 10 Jahre Genehmigungsverfahren und dann wissen Sie am Ende nicht, wie es ausgeht. Nachdem die Ausstellung beendet war, wurde die Freileitung wieder abgebaut, aber die ersten 10 Kilometer sind stehen geblieben von Laufen nach Heilbronn. Und Heilbronn war weltweit die erste Stadt, die mit hochgespanntem Drehstrom versorgt wurde. Ab Januar 1892. In Stuttgart begann die Stromversorgung im Jahr 1895, die öffentliche Stromversorgung. Es gab schon kleinere lokale Anlagen für Fabriken zum Beispiel, aber die öffentliche Stromversorgung begann 1895. Da hat die Kontinentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen hat ein Kraftwerk errichtet in der Marienstraße. Eine Dampfzentrale, damals war der Begriff Zentrale üblich für ein Kraftwerk. Angeschlossen wurde die Straßenbeleuchtung
und die elektrische Straßenbahn wurde eingeführt. Man sieht sie auf dem Bild, Pferdekutschen, die Pferdestraßenbahn. Und die Pferdekutschen hatten Schwierigkeiten, die steilen Anstiege in Stuttgart zu bewältigen. Und so kam es zum Umstieg auf die elektrische Straßenbahn. Die erste Strecke, die elektrifiziert wurde, war vom Charlottenplatz nach Stuttgart-Berg. Ebenfalls schon im Jahr 1895. Und ein Jahr später ging es dann los im Landkreis Ludwigsburg, also im heutigen Landkreis Ludwigsburg. Damals in Bietigheim gehörte zum Oberamt Besigheim. Da haben zwei Herren, die Herren Kunz und die Herren Reiser, auch ein Dampfkraftwerk an der Enz errichtet. Kein Wasserkraftwerk, ein Dampfkraftwerk. Der Herr Kunz war der Mühlenbesitzer und der Herr Reiser war ein Elektroanlagenbauer aus Stuttgart. Die haben das Dampfkraftwerk errichtet, auch eine Straßenbeleuchtung angeschlossen und einige Monate später wurde auf dem gleichen Areal, auf dem Mühlengelände, wurde auch ein Wasserkraftwerk an der Enz errichtet. Und im gleichen Jahr, 1896, ging es auch in Mundelsheim los mit der Stromversorgung. Sie sehen hier ein Werbeplakat von der Schlossbrauerei. Ich habe ja vorhin gesagt, Mundelsheim ist eine Weinbaugemeinde. Wieso jetzt hier ein Brauereiplakat ist, das erzähle ich Ihnen im Laufe des Vortrags. Schauen wir erstmal auf die anderen Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg, im heutigen Landkreis. In Vaihingen ging 1897 ein Wasserkraftwerk in Betrieb, an der Enz, unterhalb von dem Schloss Kaltenstein. Und 1901 folgten dann Ditzingen, Hemmingen, Münchingen und Schöckingen. Die vier Gemeinden gehörten damals zum Oberamt Leonberg. Und in der Glemsmühle in Münchingen wurde ein Kraftwerk errichtet. Das E-Werk Glemsmühle hat die vier Gemeinden versorgt und das E-Werk Glemsmühle ist später dann aufgegangen in den Enzgauwerken und die Enzgauwerke sind aufgegangen in den Neckarwerken. Der Begriff ist einigen von Ihnen vielleicht noch geläufig. Neckarwerke hatten ja einen großen Standort hier in Ludwigsburg. 1902 folgte dann Besigheim, auch ein Wasserkraftwerk, nicht am Neckar, sondern an der Enz. Die Nagelfabrik Röcker mit Sitz in Löchgau hat das Kraftwerk errichtet und hat die Stadt Besigheim versorgt und eben die Nagelfabrik in Löchgau. 1905 wurde dann Convestheim und Ludwigsburg ans Stromnetz angeschlossen, ans Stromnetz der Neckarwerke. Und die anderen Gemeinden möchte ich Ihnen jetzt im Einzelnen ersparen. Das kann sich jeder vielleicht seine Heimat- oder Wohnortgemeinde aussuchen. Ich springe mal auf die nächste Folie. Auf das Jahr 1911 würde ich gerne noch eingehen. Da wurden fast 30 Gemeinden ans Stromnetz angeschlossen. Was war der Grund? Es gab die Kraftwerk Altwürttemberg AG, die KAWAG. Die hat da viele Konzessionsverträge abgeschlossen mit den Gemeinden. Die KAWAG hat ein Wasserkraftwerk errichtet in Bleidelsheim. Das ging zwar erst 1915 in Betrieb, aber in der Zwischenzeit zwischen 1911 und 1915 hat die KAWAG den Strom gekauft von den Neckarwerken. Die Übergabe war hier in Hoheneck. Und Sie sehen, bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs waren fast alle Gemeinden hier im heutigen Landkreis an Stromnetz angeschlossen. Es gab ein paar Nachzügler. Die letzten beiden waren Höpfigheim und der Husarenhof im Jahr 1921. Und Sie haben es gesehen, die ersten Gemeinden im Landkreis wurden 1896 mit Strom versorgt. Also liegen 25 Jahre dazwischen. Und ich möchte es gerne mal auf die heutige Zeit übertragen. Also ich stelle mir das so vor, die Firma Apple stellt ein Smartphone vor in Bietigheim oder in Mundelsheim. Und 25 Jahre später können es dann die Menschen in Höpfigheim oder im Husarenhof auch kaufen. Also für heutige Verhältnisse eigentlich unvorstellbar. So, wie ging es los in Mundelsheim? Es gab in Mundelsheim die Schlossbrauerei. Eigentümer waren die Gebrüder Josenhans und die haben im September 1896 ein Gesuch an den Mundelsheimer Gemeinderat gerichtet und haben vorgeschlagen, die Gemeindestraßen und die Plätze zu beleuchten mit 4 Glühlampen mit 25 Normalkerzenstärken und mit 8 Glühlampen mit 16 Normalkerzenstärken. Für die Dauer von einem Jahr zum einmaligen Preis von 300 Mark für die Installation der Leitungen. 25 Normalkerzenstärken entspricht etwa so einer 60 Watt Glühlampe und 16 Normalkerzenstärken etwa so einer 40 Watt Glühlampe, dass man ein Gefühl dafür kriegt. Also es war keine besonders helle Straßenbeleuchtung, also heute wird man eher sagen, das ist eine Funzel.
Wir haben es auch mitgeteilt, die Ausführung der Anlagen ist der wohlbekannten Firma C&E Fein übertragen, welche für sorgfältige und dauerhafte Ausführung garantieren. Der Emil Fein war ein gebürtiger Ludwigsburger, ging dann nach Stuttgart zur Ausbildung, ging dann auf die Wanderschaft, wie es damals üblich war, und hat sich anschließend in Karlsruhe selbstständig gemacht mit einer elektrotechnischen Firma. Und später ist auch sein Bruder, der Karl Fein, eingestiegen, deswegen C&E Fein. Und im Laufe der Zeit ist die Firma umgezogen von Karlsruhe nach Stuttgart. Firma Fein hat viele Geräte erfunden und produziert. Die waren zum Beispiel Erfinder von dem Feuermelder und auch Erfinder von der ersten elektrischen Handbohrmaschine. Firma Fein gibt übrigens heute noch mit Sitz in Schwäbisch Gmünd. Und dann haben die Gebrüder Josenhans noch geschrieben, wir legen noch einen Plan zur gefälligen Einsichtnahme bei. Der Plan sah so aus, das ist die Gemeinde Mundelsheim. Hier sieht man den Neckar, geht's Neckar abwärts. Das hier ist der Mühlkanal, hier ist die Neckarmühle. Und hier ist die Straße von Bleitelsheim nach Mundelsheim kommend. Und hier geht die Straße weiter Richtung Hessigheim. Und die Straße hier geht nach Großgottwa und heute zur Autobahn. Hier war der Sitz von der Brauerei. Hier sollte auch das Kraftwerk entstehen, also die Dampfmaschine und die Dynamomaschine. Und überall, wo ein Kreis ist, da sollte ein Strommast hinkommen. Und überall, wo ein Kreuz ist, da sollte eine Straßenbeleuchtung hinkommen. Und alle Gebäude, die rot eingefärbt sind, die sollten an das Stromnetz angeschlossen werden. Also die Brauerei natürlich, die Kelter, der Gasthof Ochsen, der gibt es heute noch an dieser Stelle. Die Apotheke ist heute noch an dieser Stelle. Das Rathaus ist heute noch an der Stelle. Der Gasthof Sonne ist heute noch an der Stelle und auch der Gasthof Krone, zwar kein Gasthof mehr, aber auch noch an der Stelle, das alte Gebäude. Die wurden an Stromnetz angeschlossen und man sieht hier die Schulgasse. Hier ging es zur Schule, zur alten Schule und hier zur Nikolauskirche. Schule und Kirche wurden nicht an Stromnetz angeschlossen, aber der Schulweg und der Kirchweg wurde beleuchtet mit der Straßenbeleuchtung. Der Mundelsheimer Schultheiß Maulig hat sich dann bei seinen Bürgermeisterkollegen erkundigt nach den Erfahrungen mit elektrischer Straßenbeleuchtung. Er hat nachgefragt in Maulbronn, in Laufen, in Sontheim und in Gochsen. Und alle Bürgermeisterkollegen haben geantwortet, sie haben durchweg günstige Erfahrungen mit der elektrischen Straßenbeleuchtung gesammelt. Und der Schultheiß Paul Weber aus Gochsen hat noch geschrieben, das Licht ist sehr schön und viel besser wie vorher mit den Petroleumlampen. Und wenn man es einmal gewöhnt ist, dann kommt der Petroleumlampenschein ganz finster vor. Es ist das elektrische Licht auch in den Wirtshäusern und Privathäusern eingeführt. Die Leute sind ebenfalls zufrieden. Ich kann Ihnen nur raten, dass Sie das elektrische Licht einführen. Mit diesem Wissen ging dann Schultheiß Maulig in die nächste Gemeinderatssitzung, hat das Projekt vorgestellt und hat darüber referiert, hat gesagt, die Mehrkosten von 120 Mark jährlich lassen sich leicht rechtfertigen, wenn man einerseits die bisherige verhältnismäßig mangelhafte Beleuchtungsart und die manchmal ungenügende Bedienung und andererseits die voraussichtlich wesentlich bessere elektrische Beleuchtung mit der einfachen Handhabung in die Waagschale legt. Dann gab es laut Protokoll eine längere Diskussion im Gemeinderat und am Ende wurden die Beschlüsse gefasst, nämlich die Leitung nach dem vorliegenden Plan zu genehmigen, die Genehmigung beim Königlichen Oberamt in Marbach vorzulegen. Dann wurde noch die Bitte geäußert, die Angelegenheit zu beschleunigen. Die Kelter soll in diesem Herbst schon beleuchtet werden. Und Herbst in der Weinbaugemeinde wie Mundelsheim, das ist nicht nur die Jahreszeit, sondern das ist die Zeit der Weinlese. Und dann wurde noch die Bedingung gestellt, dass der Gemeinde nach Ablauf des Probejahres das Recht zusteht, die elektrische Straßenbeleuchtung zum vereinbarten Preis beizubehalten. Heute wird man eher fragen, habe ich ein Kündigungsrecht, habe ich eine Ausstiegsklausel, aber da hat man darauf bestanden, die Straßenbeleuchtung beibehalten zu dürfen. Schauen wir nochmal auf das Werbeplakat der Schlossbrauerei, eine Vergrößerung. Hier ist die Gaststätte Krone, hier ist das Schlössle, da wohnt die Eigentümerfamilie der Brauerei, die Familie Josenhans. Das ist das Sudhaus, das steht heute noch. Und da hinten, wo der große Kamin ist,
Da wurde das Kraftwerk errichtet, also die Dampfmaschine und die Dynamomaschine. Und man sieht, hier ist ein Dachständer, hier ist ein Dachständer, da gibt es eine Freileitung dazwischen. Hier steht ein Strommast und da geht die Freileitung in das Gebäude rein. Also das Gebäude war dann ans Stromnetz angeschlossen. Und die Mundelsheimer Schlossbrauerei war stolz auf ihre Errungenschaften. Sie nannte sich Dampfbrauerei. Das hier ist ein Briefkopf, so um 1898, 99. Sie nannte sich Dampfbrauerei. So nannte sich damals die Brauereien, die eine eigene Dampfmaschine hatten. Und sie haben auch hier gleich erwähnt, ausgestattet mit den neuesten technischen Errungenschaften. Zum Beispiel mit einer Eismaschine zur Eisfabrikation und Kellerkühlung und mit einem eigenen E-Werk für die Kraftübertragung und Beleuchtung. Dann machen wir einen kleinen Zeitsprung in den Dezember 1901. Dann war es nämlich mit der Freude zu Ende. Dann gab es wieder ein Schreiben von der Schlossbrauerei an den Gemeinderat. Und die Schlossbrauerei hat mitgeteilt, im Hinblick auf die außerordentlich ungünstigen Geschäftsverhältnisse sieht sich die Schlossbrauerei Mundelsheim veranlasst, jede mögliche Verbilligung ihres Betriebs herbeizuführen. Und sie möchte die elektrische Lichtanlage versuchsweise außer Betrieb nehmen, da der Nutzen in keinem Verhältnis zu den enormen Kosten steht. Und die Schlossbrauerei bietet die Gemeinde um zeitweilige Aufhebung des Vertrags mit der Gemeinde, also was die Straßenbeleuchtung anbelangt. Das Thema wurde dann im Gemeinderat behandelt und folgende Beschlüsse gefasst. Die Schlossbrauerei Mundelsheim zahlt die Hälfte der von der Gemeinde Mundelsheim bezahlten Installationskosten zurück, also die Installationskosten für die Freileitung. Die Lampen und Kandelaber verbleiben im Eigentum der Gemeinde. Mit Kandelaber waren die Lichtmaste gemeint. Die Schlossbrauerei lässt auf ihre Kosten die alten Erdöllampen an den Kandelabern wieder anbringen. Und die Gemeinde zahlt für die Zeit von April bis Dezember den vollen Preis, wenn das Netz in das Eigentum der Gemeinde übergeht, vereinbart einen Pauschalpreis für die Straßenbeleuchtung von 400 Mark pro Jahr. Und da wurden die vollen 8 Monate bezahlt, obwohl man wusste, dass im Sommer natürlich das Licht weniger gebrannt hat als in den Wintermonaten. Und die Bedienung der Erdöllampen übernimmt ab heute die Gemeinde. Und eine Woche später, in der nächsten Gemeinderatssitzung, wurde über die Besetzung der Stelle eines Lampenanzünders für die Straßenbeleuchtung entschieden. Zunächst wurde bestimmt, sämtliche Lampen zur Beleuchtung der Ortsstraßen und im Herbst zur Beleuchtung der Kälter sind zu bedienen. Die Lampen sind mit Eintritt der Dunkelheit anzuzünden und werktags um 11 Uhr und sonntags um 12 Uhr auszulöschen und täglich gründlich zu reinigen. Und im Herbst und bei Holzmärkten müssen die Lampen die ganze Nacht brennen und sind mit Tagesanbruch zu löschen. Für die Stelle des Lampenanzünders gab es 4 Bewerber und ausgewählt wurde vom Gemeinderat der Jakob Link. Der war schon Nachtwächter in Mundelsheim, das heißt, er war nachts auf den Straßen unterwegs. Der konnte dann auch die Lampen anzünden und zu späterer Stunde auch wieder auslöschen. Einige Monate später, die harte Konkurrenz der Großbrauereien und die Misswirtschaft der Eigentümer brachten der Schlossbrauerei schließlich das Ende. Am 11. März 1902 wurde das Konkursverfahren eröffnet und das weitläufige Anwesen wurde am 16. Dezember 1902 versteigert. Damals war die Weingärtnergenossenschaft Mundelsheim noch nicht gegründet, sie gab es noch nicht, aber es gab eine freie Vereinigung der Mundelsheimer Weingärtner und die haben den Christian Wieland beauftragt, als Steigerer aufzutreten. Und für die noch zu gründende Weingärtnergenossenschaft die Abfüllhalle und den Burggraben von der Schlossbrauerei zu ersteigern. Das hat der Herr Wieland auch gemacht. Die Kosten wurden ihm erstattet. Und am 24. Februar 1903 fand die Gründungsversammlung der Weingärtnergesellschaft Mundelsheim statt. Ziel war die gemeinschaftliche Verarbeitung des Leseguts und die gemeinschaftliche Vermarktung der Weine. Es gab 45 Gründungsmitglieder und die haben Schultheiß Heinrich Maulig zu ihrem Vorstand gewählt. Heinrich Maulig war fast 40 Jahre lang Schultheiß in Mundelsheim und über 30 Jahre lang Vorstand der Weingärtnergesellschaft. Und 1940 kam es dann tatsächlich zur Umbenennung von Weingärtnergesellschaft in Weingärtnergenossenschaft. Dann gab es eine kleine Pause mit der Stromversorgung in Mundelsheim und 1905
ging es weiter. Der Neckermüller, Louis Vallée, hat ein Schreiben an alle Mundelsheimer Haushalte gerichtet. Ich gehe ernstlich mit dem Gedanken um, noch in diesem Sommer ein E-Werk für die Gemeinde Mundelsheim zu bauen und an die Einwohner den Strom für Licht- und Gewerbezwecke unter den in Württemberg bei Anlagen mit Wasserkraft allgemein üblichen Bedingungen abzugeben. Weiterhin stand drin, um nun festzustellen, ob das Werk überhaupt gebaut wird und in welcher Stärke die Leitungen gelegt werden können, bitte ich Sie, sobald wie möglich den beiliegenden Vertrag zu unterzeichnen. Ich werde denselben in einigen Tagen wieder abholen lassen. Und der nächste Abschnitt erinnert schon etwas an die heutigen Zeiten, an den Breitbandausbau. Wenn man da einen Vertrag unterschreibt, dann kriegt man den Glasfaseranschluss auch kostenlos ins Haus gelegt. Und so war das damals schon. Diejenigen Einwohner von Mundelsheim, welche sich jetzt anmelden, erhalten den Anschluss bis in das Haus kostenlos hergestellt. Diejenigen, welche mit ihrer Anmeldung noch warten, müssen später den Anschluss von der Netzleitung bis in das Haus selbst bezahlen, weil bei späterem Anschluss unter Umständen die Leitungen abgeändert oder neu gelegt werden müssen. So sah der Vertrag aus. Man musste sich verpflichten, den Strom für die Dauer von 15 Jahren abzunehmen und man konnte hier gleich angeben, wie viele Glühlampen und in welcher Stärke man anschließen möchte. Und unten könnte man auch noch die Motoren angeben, die Anzahl der Motoren und die benötigte Leistung. Dann konnte man noch wählen, ob man einen Zähler haben möchte, was damals nicht üblich war, oder ob pauschal abgerechnet werden soll. Heute würde man sagen, eine Flatrate. Und dazu stand auch was in dem Vertrag mit drin. Bei pauschal verpflichtet sich der Besteller, mit dem Licht sparsam umzugehen und nur die notwendigen Lampen zu brennen, ebenso keine Lampen mit höherer Stromstärke einzuschalten. Dem Besitzer des E-Werks steht jederzeit das Recht der Kontrolle zu. Und bei mehr als 4 Lampen und in allen Wirtschaften werden Zähler angebracht. Also damals gab es auch schon Menschen, die vielleicht lange in den Wirtschaften gesessen sind, vielleicht noch mehr als heute. Damals gab es ja noch keinen Fernseher und keine Computerspiele und kein Internet. Da hat man sich noch unterhalten. Die meisten Einwohner haben sich übrigens dann für 3 Lampen entschieden in ihrem Anwesen. Eine Lampe in der Küche, eine Lampe in der Stube und eine Lampe im Stall. Im April 1905 wurde dann der Konzessionsvertrag abgeschlossen zwischen der Gemeinde Mundelsheim und dem Neckermüller Louis Vallée. Und ich möchte hier mal auf den zweiten Absatz eingehen, Paragraph 6. Sollten im Laufe der Zeit auf dem Gebiet der Elektrotechnik Erfindungen und Verbesserungen gemacht werden, welche namentlich die Herstellung eines billigeren und noch besseren Lichtes ermöglichen, so verpflichtet sich der Unternehmer, seine Anlage mit diesen Neuheiten zu versehen, sofern das gewählte System Zweileiteranlage und Gleichstrom bestehen bleiben kann. Also man ist damals schon davon ausgegangen, dass die Elektrotechnik und die Lichttechnik noch nicht am Ende der Entwicklung ist. Am 23. September 1905 ging dann das Kraftwerk erstmals in Betrieb und zum ersten Mal hat die Straßenbeleuchtung in Mundelsheim wieder gebrannt, nachdem die Schlossbrauerei ja nicht mehr geliefert hat. Und der Postillion, das war der Vorgänger der Marbacher Zeitung, hat überschwänglich darüber berichtet. Zum ersten Mal wieder seit einer Reihe von Jahren überstrahlte in der gestrigen Nacht elektrisches Licht die hiesigen Straßen. Es war ein Ereignis ersten Ranges. Solche prächtige Beleuchtung hat man hier noch nicht gesehen. Und der zweite Absatz. Vorerst werden annähernd 600 Lampen und ein Motor gespeist, weniger als die Hälfte der Leistung des Werks. Es ist schade, dass noch mancher, der sich die Einrichtung wohl zunutze machen könnte, jetzt noch kalt oder zögernd beiseite steht. Also auch damals gab es schon Technikskeptiker, aber ich kann Ihnen versichern, heute hat jedes Haus in Mundelsheim einen Stromanschluss. Ein Blick auf die Neckarmühlen. Die Stadt Stuttgart hat ab 1891 bis zum Jahr 1908, Sie sehen es hier, 7 Mühlen am Neckar gekauft. Was wollten die damit machen? Sie wollten kein Getreide mahlen und kein Mehl verkaufen. Die Stadt Stuttgart hat sich die Wasserrechte gesichert, um die Stadt selber mit Strom versorgen zu können. Und so ist auch die Neckarmühle in Mundelsheim im Jahr 1907
in das Eigentum der Stadt Stuttgart gekommen. Der Neckarmüller Louis Vallée hat die Mühle verkauft, hat aber Mühle und E-Werk zurückgepachtet und auf eigene Rechnung weiter betrieben. Hier im Bild sind das alte Wasserkraftwerk in Marbach. Das wurde 1899 in Betrieb genommen. Ab 1900 begann die Stromlieferung nach Stuttgart. Marbach selber wurde erst 1906 an Stromnetz angeschlossen. Und das alte Wasserkraftwerk wurde dann im Zuge der Neckarkanalisierung um 1940 wieder stillgelegt. Das Gebäude steht heute noch. Zu einem Brand in der Neckarmühle in Mundelsheim. In der Nacht vom 15. auf den 16. November war die Zeit des Ersten Weltkriegs. Viele Männer waren da im Krieg durch die Generalmobilmachung. Daher waren überwiegend ältere Feuerwehrkameraden im Einsatz, und nicht nur von Mundelsheim, auch von den Nachbargemeinden, von Ottmarsheim, von Hessigheim, von Höpfigheim und von Bleidelsheim. Die haben ihre Sache wohl ganz gut gemacht. Trotzdem ist die Neckarmühle komplett niedergebrannt. Die beiden Wasserräder und die Dynamomaschine konnte allerdings gerettet werden, sodass nach kurzer Zeit die Stromversorgung wieder aufgenommen werden konnte. Und die Gemeinde Mundelsheim hatte natürlich Interesse daran, dass die Neckarmühle wieder aufgebaut wird, was sicherlich auch eine gute Steuerquelle, aber die Stadt Stuttgart als Eigentümer hatte kein Interesse daran, die wollte das Geld von der Gebäudebrandversicherung für andere Zwecke verwenden. Und so hat es einige Jahre gedauert, bis nach dem Ersten Weltkrieg, bis in das Jahr 1919. Und da konnte dann der Müllermeister August Vallée, das war der Sohn von Louis Vallée, also vom Gründer des E-Werks, der konnte Teile des Mühlenanwesens von der Stadt Stuttgart kaufen. Und für andere Teile hat eben die Stadt Stuttgart ein Erbbaurecht eingeräumt mit der Verpflichtung, bis spätestens Herbst 1920 eine Getreidemühle zu errichten und 15 Jahre zu betreiben. Vertraglich war auch geregelt, dass er das Wassernutzungsrecht in Anspruch nehmen darf, soweit es nicht für die Stromerzeugung erforderlich ist. Und bei Realisierung einer größeren Wasserkraftanlage oder der Neckarkanalisierung geht das Wasserrecht auf den Träger dieser Bauvorhaben über. Am gleichen Tag, 17. Mai 1919, wurde auch der Stromversorgungsvertrag verlängert zwischen der Stadt Stuttgart und der Gemeinde Mundelsheim bis 1950. Und in einem Absatz war festgehalten, der Stadtgemeinde Stuttgart wird das Recht eingeräumt, von Gleichstrom auf Drehstrom überzugehen. Also damals wusste man auch schon, dass die Zukunft nicht dem Gleichstrom gehört, weil man einfach nur über kurze Distanzen übertragen kann, aufgrund der Verluste. Und deswegen hat man sich das gleich zusichern lassen. So sah die Neckarmühle aus um 1930, in der Mitte das große Mühlengebäude und links daneben das E-Werk, die Maschinenhalle mit der Dynamomaschine, und am linken Bildrand, hier sieht man einen Strommast, da wurde also die Energie abgeleitet und zu den Anschlussnehmern transportiert. Im Juni 1934 hat dann August Vallée die Neckarmühle verkauft. Grund war, er hat sich mit seinem Schwager, August Ott, selbstständig gemacht in einer anderen Branche. Und Sie sehen, August Vallée war Müllermeister, August Ott war Metzgermeister. Und wenn die beide sich zusammen selbstständig machen, was für ein Gewerbe kommt raus? Was haben die gemacht? Keine Maultaschen und keine panierte Schnitzel. Genau, die haben ein Kieswerk gegründet. Vallée und Ott gibt es heute noch, wurde gegründet in Beihingen am Neckar, heute ein Stadtteil von Freiberg. Und wie gesagt, das Kieswerk besteht heute noch. Wie gesagt, im Juni 1934 hat August Vallée die Neckarmühle verkauft an den Müllermeister Julius Walz aus Kochertürn. Damit endete die Müller-Tradition der Familie Vallée. Die hat seit 1694, also über 240 Jahre, die Neckarmühle in Mundelsheim betrieben. Julius Walz übernahm alle Rechte und Pflichten von August Vallée und er führte auch das E-Werk nach den Weisungen der TWS. Sie sehen, hier taucht zum ersten Mal der Name TWS auf. TWS, die Technischen Werke der Stadt Stuttgart, die wurden im Mai 1933 gegründet. War auch eine Fusion. Vorher gab es das städtische E-Werk, das städtische Gaswerk und das städtische Wasserwerk. Die hat man zusammengelegt
und unter dem Namen TWS, Technische Werke der Stadt Stuttgart, fortgeführt bis ins Jahr 1997. Dann kam die Fusion mit den Neckarwerken. Dann kam die Kriegszeit und die Nachkriegszeit. Es mangelte an Material, es mangelte an Arbeitskräften. Viele Männer sind im Krieg gefallen, viele Männer waren in Kriegsgefangenschaft. Und es mangelte auch an Strom. Stromangebot war nicht ausreichend, um den Bedarf zu decken. Ursachen: Mangel an Kraftwerksleistung. Viele Kraftwerke wurden zerstört im Zweiten Weltkrieg. Und auch die unzureichende Versorgung mit Steinkohle. Es gab einfach zu wenige Bergleute in Deutschland in der Nachkriegszeit. Die Alliierten haben mit Verbrauchseinschränkungen darauf reagiert. Der Stromverbrauch für Privathaushalte wurde rationiert und für bestimmte Anwendungen wurde die Verwendung von Strom verboten, zum Beispiel für Raumheizungen, für Schaufenster und Reklamebeleuchtungen, für die Beleuchtung mit Scheinwerfern und für die Warmwasserbereitung in Elektroboilern. Die Stromversorger wurden beauftragt, die Einhaltung des maximalen Verbrauchs zu überwachen. Und an jedem Zähler musste eine Karte angebracht werden mit Personenzahl im Haushalt mit der zulässigen Verbrauchsmenge. Und wer die zulässige Verbrauchsmenge überschritten hat, musste mit Stromsperren rechnen oder sogar mit Geld- und Gefängnisstrafen. Hier habe ich einen Auszug aus der Anordnung für das Land Württemberg-Baden. Und man sieht hier die monatliche Verbrauchshöchstmenge für Haushaltsabnehmer, für Beleuchtung, Bügel und sonstige Kleingeräte. Grundverbrauch 15 Kilowattstunden plus 1,5 Kilowattstunden pro Person des Haushalts und zusätzlich für Kochzwecke, wo nicht mit Gas gekocht werden konnte, in Mundelsheim zum Beispiel, gibt es keine Gasversorgung, kam noch ein Grundverbrauch von 36 Kilowattstunden hinzu und zusätzlich 12 Kilowattstunden pro Person des Haushalts. Schauen wir uns das mal an. Eine vierköpfige Familie hatte also einen Grundverbrauch von 21 Kilowattstunden pro Monat. Und für die Kochzwecke 84 Kilowattstunden pro Monat. Und wenn man das mal 12 nimmt, kommt man auf einen Jahresverbrauch von 1260 Kilowattstunden im Jahr. Jetzt hat jeder vielleicht von Ihnen seinen eigenen Jahresverbrauch im Kopf. Ich habe das mal recherchiert für das Jahr 2021, also im Durchschnitt über Deutschland, für Personenhaushalt vom BDEW ermittelt, also vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Und letztes Jahr hat jeder Vier-Personen-Haushalt im Schnitt etwas über 4000 Kilowattstunden gebraucht. Also damals war es weniger als ein Drittel der heutigen Strommenge, die man da verbrauchen durfte im Monat. Zusätzlich zu dem allgemeinen Strommangel kam auch die Stromversorgung in Mundelsheim, ganz konkret auf lokaler Ebene, in ein kritisches Stadium. Die Anlagen, die Neckarmühle, die waren sehr hoch ausgelastet und auch das Stromnetz war an der Belastungsgrenze. Grund war Mangel an Brennstoffen in der Nachkriegszeit, zu wenig Kohle, zu wenig Öl. Weiterer Grund war Bevölkerungszuwachs durch Umsiedler, Flüchtlinge und Heimatvertriebene. Die Bevölkerungszahl in Mundelsheim hat in der Nachkriegszeit bezogen auf die Vorkriegszeit um rund 30% zugenommen. Zudem wurden nach dem Krieg wurde die Zementrohrherstellung wieder aufgenommen und auch der Betrieb in den Steinbrüchen wurde wieder aufgenommen. Und weiterhin wurde der Dreschereibetrieb elektrifiziert. Davor gab es eine Diesel-Dreschmaschine in Mundelsheim, die wurde umgestellt auf elektrischen Strom und hat ebenfalls Leistung aus dem Netz gezogen. Die TWS haben daraufhin das Gespräch gesucht mit dem Mundelsheimer Bürgermeister und haben gesagt, es können keine neuen Elektroherde mehr angeschlossen werden. Und wenn das nicht ausreichend ist, müssen die bestehenden Elektroherde stillgelegt werden. Die TWS geht in die Häuser und plombiert die Geräte. Wie das genau ausgesehen hätte, weiß ich nicht. Und wenn das auch nicht ausreichend ist, dann muss Mundelsheim die Gemeinde in zwei Teile getrennt werden, elektrisch in zwei Teile getrennt werden und immer nur ein Teil hat Strom und der andere ist dunkel. Das waren natürlich schlechte Voraussetzungen für die Nachkriegszeit, für die bevorstehende Wirtschaftswunderzeit. Und die TWS hat sich natürlich auch darüber Gedanken gemacht und ist dann 1949 auf die Gemeinde Mundelsheim zugegangen
und hat gesagt, wir müssen das Stromnetz in Mundelsheim erneuern. Wir würden gerne umstellen von Gleichstrom auf Drehstrom, da kann man die Energie eben auch besser transportieren. Aber die Umstellung ist für die TWS mit erheblichen Investitionen verbunden und die TWS kann die Investitionen nur tätigen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört die Verlängerung des Stromlieferungsvertrags um mindestens 30 Jahre. Und die Gemeinde Mundelsheim hatte das Recht, am Ende des Vertrags das Netz zu übernehmen, und zwar zum Buchwert. Und da hat die TWS gesagt, Buchwert ist wirtschaftlich nicht tragbar. Wenn, dann muss es zum Tageswert, also zum höheren Sachzeitwert geschehen. Die Gemeinde Mundelsheim und die Gemeinderäte haben die Bedingungen akzeptiert und haben am 7. Juni 1949 den Stromlieferungsvertrag bis 1980 verlängert. Und die TWS hat sehr schnell angefangen, schon im Juli dann, einen Monat später, das Stromnetz umzustellen, von Gleichstrom auf Drehstrom, die Anlagen zu erneuern, zwei neue Trafostationen zu bauen. Und bis September 1950 wurden 455 Kundenanlagen, also alle Mundelsheimer Häuser, umgestellt von Gleichstrom auf Drehstrom. Ebenfalls in der Zeit fand die Stilllegung der Neckarmühle statt, und zwar der Wasserkraft in der Neckarmühle. Man sieht hier nochmal das Mühlengebäude von hinten am rechten Bildrand. Das ist das E-Werk mit Maschinenhaus und Schaltanlage. Hier sieht man das Wasserrad und man sieht, der Mühlkanal ist verfüllt, ist aufgeschüttet. Das heißt, die Neckarmühle war ab dem 16. Juni 1949 außer Betrieb. Die Stromversorgung erfolgte dann vorübergehend über einen Anschluss an die KAWAG, also ein Kraftwerk Altwürttemberg. Die hatte eine Leitung von Kleiningersheim nach Hessigheim, also auf der anderen Seite vom Neckar. Und da hat man aus der Leitung dann Mundelsheim versorgt. Was war der Grund für die Stilllegung der Wasserkraft? Grund war die Neckarkanalisierung, die da wieder aufgenommen wurde. Die Neckarkanalisierung wurde ja schon 1920 beschlossen. Der Neckar sollte zwischen Mannheim und Lochingen schiffbar gemacht werden. 1921 begannen die Baumaßnahmen und bis 1935 war der Abschnitt von Mannheim bis Heilbronn fertiggestellt. Der weitere Ausbau war dann unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg. Aber die erste Baumaßnahme nach dem Kriegsende war dann die Baumaßnahme am Neckar in Hessigheim. Die beiden Neckarmühlen in Mundelsheim und Hessigheim wurden stillgelegt. Das Gefälle wurde genutzt und zusammengefasst und damit wurde das Wasserkraftwerk in Hessigheim betrieben. Man sieht hier das Wasserkraftwerk, die Brückenüberfahrt von Hessigheim zum Schreierhof und hier sieht man die Doppelschleuse. 1952 war dann das Wasserkraftwerk und die linke Schleusenkammer fertiggestellt und ab dem Zeitpunkt erfolgte dann die Stromversorgung in Mundelsheim wieder durch die TWS über das Wasserkraftwerk in Hessigheim und den Strom, der in Mundelsheim nicht verbraucht wurde, wurde weitergeleitet nach Marbach. Und wenn das Kraftwerk Hessigheim außer Betrieb war, zum Beispiel bei Hochwasser oder bei Störungen, Wartungsarbeiten, dann erfolgte die Stromversorgung über die bestehende Leitung von Marbach nach Mundelsheim. 1955 wurde dann die Strecke von Gembrigheim nach Marbach eingeweiht, im Beisein von Bundespräsident Theodor Heuss. Und 1961 wurde die rechte Schleusenkammer in Hessigheim dann fertiggestellt. Die Neckarschleusen sind ja alles Doppelschleusen. Im Fall eine Schleusenkammer dann außer Betrieb ist für Wartungsarbeiten, für wegen Störungen, dass noch eine zweite Schleusenkammer bereit ist. Und 1968 wurde dann die Neckarkanalisierung abgeschlossen. Da hat man den Endpunkt mit Lochingen erreicht. Machen wir einen kleinen Zeitsprung in die 80er Jahre. Sie sehen hier den Landkreis Ludwigsburg und die Stadt Stuttgart und eingefärbt sind die einzelnen Stromversorger. Was gelb eingefärbt ist, wurde von der TWS versorgt, die Stadt Stuttgart natürlich komplett, Poppenweiler, Marbach und Mundelsheim. Dann gab es noch ein paar kleinere Stromversorger wie die Stadtwerke Bietigheim, die damals nur Bietigheim versorgt haben, ohne Bissingen. Das E-Werk Besigheim und Kirchheim wurde von Heilbronn aus versorgt. Und ganz im westlichen Bereich, Heffen-Haslach, Gündelbach und hier Feingen mit Aurich und Rosswag, wurde von der EVS versorgt, von der Energieversorgung Schwaben.
Der restliche große Teil vom Landkreis hatte zwei Stromversorger, hier im westlichen Bereich die Neckarwerke und im östlichen Bereich die Kauwerke. Hier die schwarze Grenze, die Sie hier vielleicht sehen, ist die Stadtgrenze von Ludwigsburg nach der Gemeindereform. Poppenweiler wurde ja 1975 eingemeindet. Und der Ludwigsburger Gemeinderat hatte den Wunsch, zukünftig nicht mehr drei Stromversorger in der gesamten Stadt zu haben, sondern nur noch zwei. Sie sehen, die Kernstadt, Flugfelden und Eglersheim wurde von den Neckarwerken versorgt, Hoheneck, Neckarweingen und Osweil von der Kawag und Poppenweiler von der TWS. Der Poppenweiler Ortschaftsrat hat dann dazu abgestimmt, konnte nur eine Empfehlung aussprechen und keinen Beschluss und hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, sie möchten gern weiterhin von der TWS versorgt werden, sie möchten nicht zur Kawag wechseln. 1981, ein paar Monate später, gab es den Gemeinderatsbeschluss im Ludwigsburger Gemeinderat und der Ludwigsburger Gemeinderat hat mehrheitlich entschieden, die Konzession an die Kawag zu vergeben und nicht mehr an die TWS. Die TWS haben ihren alten Vertrag rausgezogen und haben gesagt, wir haben hier eine Eintrittsklausel. Wenn ein anderer Stromversorger bessere Konditionen anbietet, dann dürfen wir weiterhin Stromversorger bleiben, wenn wir in die bessere Kondition eintreten. Die TWS hat die Eintrittsklausel gezogen und die Kawag hat dagegen geklagt vom Landgericht in Stuttgart. Und das Landgericht hat gesagt, TWS ist im Recht, also Kawag hat den Rechtsstreit verloren. Die Kawag ging in Berufung vor das Oberlandesgericht in Stuttgart und das Oberlandesgericht hat gesagt, einigt euch, sucht nach außergerichtlichen Vergleichsmöglichkeiten. Und der damalige Ludwigsburger Oberbürgermeister, Dr. Ulshöfer, hat den Ball aufgegriffen und hat sich ausgetauscht mit den Stromversorgern, mit der TWS und mit der Kawag und hat darum gebeten, sie sollen doch bitte nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, um das Thema außergerichtlich zu klären. Am Ende gab es ein Lösungsmodell. Vorschlag war, Marbach und Poppenweiler verbleiben als eine Versorgungseinheit bei der TWS. TWS hat gesagt, das sind zusammenhängende Netze, die Versorgung erfolgt aus dem Umspannwerk in Marbach, das macht keinen Sinn, die Netze auseinanderzureißen. Aber sie würden Mundelsheim abgeben an die Kawag. Mundelsheim hat ja mit dem ganzen Verfahren das ja überhaupt nichts zu tun, war also völlig überrascht, warum Mundelsheim jetzt den Stromversorger wechseln soll. Aber genau mit dem Thema waren dann die Vertreter der TWS im Mundelsheimer Gemeinderat. Mundelsheimer Gemeinderäte haben gesagt, sie haben überhaupt keine Veranlassung zu wechseln, sie sind zufrieden mit der Versorgung durch die TWS. Die Vertreter der TWS haben gesagt, aber die Gemeinde Mundelsheim hat durch den Wechsel überhaupt keine Nachteile. Und dann hat der Mundelsheimer Bürgermeister, der Herr Wetzel, hat gesagt, keine Nachteile, ist für uns überhaupt keine Verhandlungsbasis. Also wenn, dann wollen wir Vorteile haben. Und so gingen wir dann an dem Abend auseinander. Im Nachgang hat dann die Kawag angekündigt, wenn Mundelsheim den Vertrag nicht freiwillig auflöst, dann tritt die Kawag in den Vertrag ein und versorgt Mundelsheim über den TWS-Vertrag. Am Ende haben sie sich darauf geeinigt, dass Mundelsheim den Vertrag mit der TWS auflöst, beendet und einen neuen Konzessionsvertrag mit der Kawag abschließt. Und der Mundelsheimer Bürgermeister, der Herr Wetzel, hat gesagt, eigentlich konnten wir überhaupt nichts entscheiden, wir konnten bloß noch auf den fahrenden Zug aufspringen. Der Wechsel fand dann zum 1.7.1985 statt. Da war der Eigentumsübergang von der TWS an die Kawag. Aber die ersten drei Monate erfolgte die Stromversorgung weiterhin durch die TWS. Hier ist das Wasserkraftwerk in Hessigheim und da gab es die Leitung über den Neckar nach Mundelsheim. Der wurde weiterhin versorgt. Die Kawag musste zuerst eine Leitung bauen, ein Mittelspannungskabel von dem Umspannwerk in Bleitelsheim. Hier über Höpfekheimer Gemarkung nach Mundelsheim. Und nachdem das Doppelkabel dann fertiggestellt war, kam es zu einer Umschaltung in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 1985. Die TWS hat ihre Stromversorgung abgeschaltet, dann war es für ein paar Minuten dunkel und dann hat die Kawag ihre Seite zugeschaltet. Und in den beiden Tagen, 1. und 2. Oktober, hat die Kawag sämtliche Stromzähler in Mundelsheim abgelesen.
damals, und zwar bis 1999, konnte ja der Stromkunde seinen Stromversorger nicht frei wählen. Das hat einem ja die Gemeinde und die Stadt abgenommen. Die Stadt hat alle 25, 30 Jahre, inzwischen sind bloß noch 20 Jahre zulässig, einen Konzessionsvertrag vergeben. Der Konzessionsvertrag beinhaltete das Netz und auch die Energielieferung. 1999, im August, kam es dann zur Liberalisierung, und zwar für alle Stromkunden. Die Großkunden waren schon ein Jahr vorher dran, aber 1999 auch für die Haushaltskunden. Und da sind auch viele Energielieferanten, Stromversorger, Stromhändler neu entstanden. Und da habe ich jetzt noch eine Kleinigkeit zum Abschluss, vielleicht zum Schmunzeln. Ein Werbeplakat, vielleicht kennt es der eine oder andere noch, ist zwar 19 Jahre lang her, aber inzwischen auch schon Geschichte. Yellowstrom entstand damals neu und die haben groß Werbung gemacht. Also ich glaube, Strom ist gelb, sie haben Strom eine Farbe gegeben. Strom kommt ja aus der Steckdose, hat für alle gleich 230 Volt und 50 Hertz, also gibt es keine Unterschiede. Aber um da unterscheidbar zu sein, hat Yellowstrom Strom eine Farbe gegeben. Also ich glaube, Strom ist gelb. War eine große Werbeanzeige in vielen Zeitschriften. Das, was ich gleich zeige, das war in der Zeitung mit den großen Buchstaben. Sie sehen im Bilde. Am Tag später hat die RWE darauf reagiert. RWE ist auch ein großer Stromversorger, auch in der gleichen Zeitung mit großen Buchstaben. Also ich weiß, Strom ist blau. Und nochmal einen Tag später hat wieder Yellowstrom darauf reagiert. Ich kaufe doch keinen Strom von einem, der blau ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.